Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Genau. Wir machen die Karriere weiter. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein wenig verschnupft, ein wenig krank. Ja. Aber ich spiele jetzt trotzdem. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Verzeiht es mir also, dass ich jetzt ein wenig schlechter sein werde. Wir spielen auf jeden Fall mit Marc-André Ter Stegen im Tor. Mit rechter Verteidiger Toni Janschke, rechter Innenverteidiger Stranz, linker Innenverteidiger Ruwe Brouwers, linker Verteidiger Alberto Moreno, rechtes Mittelfeld Patrick Herrmann, rechtes zentrales Mittelfeld Christian Kramer, linkes zentrales Mittelfeld Granit Xhaka, linkes Mittelfeld Juan Arango, Mittelstürmer Raphael, Stürmer Max Kruse auf der Bank, Blasic, Mero, Van, Nordveit, Juns, Gotta und De Jong. Los geht's. Let's go. Wollen wir die Scheiße mal rocken, ne? Bisschen an meinem Aufnahmeprogramm rumgeschraubt. Es ist halt so, würde ich kein FPS-Limit setzen, dann nimmt er mit 1100 irgendwas FPS auf. Das ist viel, viel zu viel. Und das habe ich jetzt... Da habe ich vom Spiel her selber, an diesem Spiel habe ich eingestellt, dass es höchstens 60 FPS haben kann. Dann habe ich 47 FPS. Das reicht vollkommen aus. Ich weiß gar nicht. Habe ich das Limit oder habe ich das Limit von meinem Aufnahmeprogramm gerade? Ich weiß gar nicht mehr, egal. Okay, dann wollen wir mal ins Spiel. Und die eine Musik bekommen. Xhaka, erste Aktion. Gute Möglichkeit. Erste Ecke für uns jetzt. Können die da was draus machen? Diese Ecke. Powers! Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an dem kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Kommt was auf uns zu. Super gemacht vom Abwehrspieler. Der diesen Angriff unterbinden. Der schnelle Mann verliert den Ball. Hat er gut gesehen, der Schiedsrichter. Ja, noch Vorteil für Werder Bremen. Ich glaube, das wird nicht mehr werden. Ich weiß nicht mehr, ob ich ein Angebot abgegeben habe. Und so brennt hier gar nichts. Ich glaube, ab. Aber ich habe ein Angebot abgegeben. Ich bin mir nicht ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil.
Perfekt gemacht, ja, gutes Auge vom Referee. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden. Und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Ach, soll ich mal... Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Sollte ich mal das letzte Video anschauen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ich nehme jetzt nicht nur ein Video auf. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt er heute, Frank? Raphael, die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Hand. Und die Abwehr aufmerksam. Janschke. Auf jeden Fall brauchen wir da ein. Voll gespielt. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Und durch hat er die Rückrunde wieder gewonnen. Und mich freut es natürlich, dass Bayern auch die Spiele jetzt gewonnen hat. Arnautovic. Die ersten beiden. Hier in dem Spiel sind wir noch nicht ganz so weit mit der Rückrunde. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Am Anfang der Saison. Da musst du kämpfen um den Ball. Spiel, dann hast du ihn auch. War ja gleich. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Hat knapp das Spiel 2-0 verloren. Aber hier haben wir gewonnen. Raphael, geht hier noch? Ja. Oder nee? Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Ein bisschen lang der Pass. Aber wir stellen uns nicht so schlecht an. Fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Ich spiele mit Jungs auf der Position. Das war ein klassisches Vorspiel. Ich habe es jetzt gesehen. Und schon. Jetzt hat er von der Chance gespielt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ja. Das könnte eine Torchance geben. Ein ganz schwaches Zuspiel. Deswegen geht der Ball ins Aus. Mein eigenes Headset ist noch kaputt. Lukas Schmitz. Vielleicht werde ich mir da ein ganz normales Mikrofon. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Schön drauf. Guter Einsatz. Arango. Diese kriegt er noch. Das nein. War gar nichts. Ball landet so im Aus. Gute Ansätze haben wir bislang für den letzten Pass. Arnautovic. Weg. Schön geklärt. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Raphael. Ah, Schödel. Boah, Kram. Nein. Joski. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, ohne Ball. Kampf, kein Ball. Gut gemacht. Oh, Stratzel. Macht halt wieder gut. Kramer, die Ballerung. Nochmal letzte Möglichkeit vor der Halbzeit. Die Sichtkarte ist richtig an da. Kruse, Max Kruse, der hat auch noch nicht so viele Tore. Bislang, oh, das wäre wichtig gewesen, aber der war, nein. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Oh, das kann er auch machen, ein ganz starker Einsatz. Ich weiß noch nicht mehr, ob es überhaupt ein Tor gemacht hat. Ist eigentlich schon Winterpause? Gut mitgespielt. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Ich sag's dir, Buschi, jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt's hier doch noch den entscheidenden Treffer. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Hermann, gute Flagge, da ist... Nee, das war Raphael. Arango, faul.
Kruse hat ihn noch. Kruse! Der spielt gut heute. Der macht echt gutes Spiel. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Bin ich richtig zufrieden. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Raphael. Der kann auch nicht gut spielen. Hat am Anfang aber auch nicht besonders geglänzt. Arnautovic. Nein. Shit. Arango! Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Was? Eine Verwarnung? Da muss er runterstellen. Gut, aber ziemlich rein. Ein Mann. Klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Hand. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Scheiße. Oh, und jetzt haben sie es. Das Tor. Gar nicht mehr bei dem Spiel. Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen sie es, der Mann ist gebrochen. Kruse. Raphael! Alter, der Mann ist selber. Dreht aber ganz schön gut. Der Mann ist in einer fantastischen Form. Und an ihm kommt heute keiner vorbei. Ich glaube schon. Das werden wir ja sehen. Schön. Schaka, sehr gut. Danke. Na. Nein. Scheiße. Moreno. Schön, Moreno. Unser Captain. Der eigentlich kein Captain ist, oder? Kruse. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Kruse. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Moreno ist zwar nicht sauber geklärt. Ich würde mir wünschen, dass er noch ein bisschen offensiver ist. Ich weiß nicht, mehrere freie Mitspieler in der Mitte. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ich überlege auch, ob ich das Hand. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation, Leute, und schnappt sich das Spielgerät. Kruse. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Hermann. Raphael. Hermann. Ah, Leute. Raphael immer noch. Raphael. Oh, dann hätte ich nicht schießen, das war blöd. Der Ball war im Tor aus. Eckball. Wir müssen mitspielen. Jetzt bringt der Trainer noch. Nee. Die Junes vielleicht nochmal reinbringen. Junes für Arango. Noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Will ich gleich mal ausprobieren. Jetzt spielen sie die berühmte 1-1. Stranzel! Mein lieber Herrgott, mach doch einfach den Ball rein. Was das sind 2 Meter. Das ist nicht entscheidend, wie oft du aufs Tor schießt, sondern wie genau. Oh Mann. Wir hatten einen Schuss, ein Tor, ey. Ein Schuss Bayern. Es gibt Freistoß. Die Bremer haben es. Und der Freistoß, blitzschnell ausgeführt. Ja, stimmt. Das war ein scheiß Glückstor, ey. So ein scheiß Freistoß. Raphael. Es läuft doch keiner mit, ey. Raphael, jetzt muss es aber klappen. Komm, Raphael, setz dich durch. Da kommt der Pass. Oh, Raphael! Und wir hätten jetzt das Unentschieden. Leute, was ist denn das für eine Scheiße? Das muss doch das Tor sein. Raus. Oh, Leute. Hand. Leute. Schön Stratze. Beide Rangelei um den Ball. In der Mitte, Kruse. Och, Alter, das kann doch nicht so angehen. Jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Wir haben so denn dahin. Es gibt Eckball. Gut. Oh. Leute. Alter,
Also es hätte so lange schon verdient, dass wir... Arnautovic. Schön. Oh, Magyar. Weiß ich nicht, schnell. Das könnte eine Torchance geben. Jutz. Jutz. Frisch drin. Jutz. Gut ausgetanzt. Das sieht nach einer guten Möglichkeit. Jutz. Rafael. Oh, Alter. Immer ist da irgendetwas dazwischen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es Leute, gut gegangen. Leute, nee. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Wer? Jutz. Jutz. Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Rafael. Foul. Moreno. Kruse. Nein. Oh, nein. Stratzel. Schön. Stratzel nochmal. Kran. Holen den Ball. Was? Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Schiedsrichter, das ist doch kein Foul, Mann. Macchiardi. Ein richtiger Lappen, Alter. Komm. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Fuck you, ganz ehrlich, fuck you. Fuck you. Mein Gott, war das knapp. Boah. Der scheiß Arnautovic, ja, spielt er doch drin gesehen. Ich hab das Gefühl, der ein oder den andere hier hat seine jetzt Nerven nicht wirklich. Nein, Rafael, gesehen. Rafael. Sieht man hier ganz, ganz deutlich. Da muss man mehr rausmachen. Oh, Rafael. Das muss es sein. Das muss spätestens das Tor sein. Das muss. Jutz hat den Ball nochmal. Jutz, stark. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Herrliche Flanke. Oh, Scheiße. Das war's. Kramer, mach den Ball rein! Nicht nur Spaß, die Klausen, auch nicht Spiel. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Das muss das, wir hätten das Spiel so locker gewinnen können. Werder gewinnt die heutige... Gepatzt, und zwar richtig. Komm, wir müssen ein Angebot für Arango bekommen. Kosten der für Laie. Ganze Saison, lustige Ablöse.
einfach keinen von dem leisten. Da müssen wir so wohl mit dem auskommen. Oder ich möchte dann mal jetzt vielleicht den Scout-Aufträge wirklich das Spiel verkaufen. Ich muss ja mal so. Network hat eingerichtet, stimmt. Oh, halt, das ist alles zu viel. Wir sind allzu täuscht, ich wollte ja. Vielleicht finde ich ja was. Ich möchte auch trotzdem noch. Die Antwort: 8 Millionen. 9 Millionen. Kann auch nicht sein, dass dann noch vielleicht bei Real. Ne, ich kann das von keinem das Gehalt zahlen. Muss ja vielleicht einen in der Serie A, der zu verleihen ist. Naja, achso, der ist das Geld. Das dauert zu lange. Die zu. Quatsch, das ist neu da. Alter. Das muss doch noch. Dann wird ein Angebot. Unser Angebot. Früher nach Rang. Wie viel? 2,1. Alter, ja. Das nehme ich auf jeden Fall an. Habe ich 7 Millionen. Vielleicht. Jawohl, Spiel verkauft. Jetzt. 2,8. Okay. Jetzt. Guck ich nochmal nach. Zu der Transferliste. Soll ich vielleicht noch irgendeinen bekommen? Ich gucke jetzt einfach mal nach. Position. Alter, der ist gut. Ich bin 26. Ist nicht langsam. Du hast das Verletzungsanteil ist schlecht. Der ist eigentlich nicht so schlecht. Ich guck vielleicht nochmal. Vielleicht Bundesliga. Oder Basler Premier League. Was? Wir haben keinen Link im Mittelfeldspieler. Bundesliga. Auch nicht. Vielleicht einfach mal allgemein alle Kluschek S-Bahn, alter S-Bahn, stimmt, der ist nicht, der ist nicht schlecht, der S-Bahn, der ist auch Eki. Vielleicht ein Jung schnell, Clemens Elia, der ist gut und der ist richtig schnell, aber der ist auch schon ein bisschen echt recht alt. Weißt du, wen ich mir holen können? Ich weiß jetzt, wenn wir. Genau, da ist er. Traoré. Der ist auch nicht so gut. Lichwitsch. Dürholz. Oh, die ist so teuer. So. Ich habe mich dazu entschlossen, Erich Sautner zu holen. Der ist eigentlich nicht langsam und auch nicht so schlecht.
bekommen wir kein Angebot. Jetzt. Oh, zum Glück. Ich habe übrigens eben gerade noch ein Angebot für Traoré abgegeben. S-Man hat akzeptiert. Das wäre natürlich geil, wenn wir uns den holen würden. 20. Essentieller Stoff. Der muss kommen, der muss. Dann haben wir immerhin noch S-Wein. Damit wäre ich schon zufrieden. Haben die Leihe? Wir melden uns in Kürze. Was? Jetzt kann ich keinen mehr holen. Spieler. Ja, Traoré würde ich ja gerne holen. Alle weg. Scheiße. Wunderliches Scouting-Update. Fernandes bis 86. Komm bei, nicht für mich in Frage. Oh, scheiße. Ich wollte den unbedingt noch holen, ey. Fuck. Ich will das aus Deutschland. Nächstes im Pokal. Ne, in der Champions League. Shirt abgegrast. Nur möglichst Nationaltrainer. Australien, hier willst du Venezuela. Brasil. Euroleague. So. Ja, im nächsten Part, wenn wir dann gegen Pokal spielen. 5 Tage. 11 Tage noch. Auf Live, oder? Oh. Den mach ich weg, weil der ist verliert und so. Oh, Sprinttempo, ja gut. Ja, das ist eigentlich auch ein Mann, den wir uns holen können, aber ich bin ja dafür im Jugendstab. Vielleicht. Es sind neue gekommen. Den hole ich. Einer für mich. Und dann noch den hier. Nee, doch nicht. Ich behalte mir das, die 1,6 Millionen im Hinterhalt. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zum ersten Spiel dann. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Tabelle. Bundesliga. Genau, da sind wir auf Platz 8 zurückgerutscht, leider. Ja. Nicht so gut. Ja, Kalender. Das ist dann Braunschweig und Augsburg sind eigentlich ein paar Pflicht. Hier. Bayern haben wir gewonnen, das weiß ich noch. Gegen Stimmen, die Leverkusen verloren, da haben wir gewonnen. Das haben wir 1-0 verloren, leider. Naja, in der nächsten Part werden wir dann gegen Göteborg spielen. Bis dann.